Hallo und willkommen zurück bei Punch Club. Es ist wieder soweit. Ich bin zurück. Wir haben wieder mal eine kurze Pause drin gehabt. Ich habe es wieder nicht geschafft. Und ja, es geht. Also Minecraft geht halt einfach, finde ich, für mich momentan vor. Deswegen sind jetzt ein paar Tage wieder ausgefallen. Aber jetzt für eine Aufnahme. Heute kommt die Folge auch später. Aber sie kommt. So, wir sind in der letzten Folge dabei stehen geblieben, dass wir in Kapitel 2 angekommen sind, falls ihr euch erinnert. Und wir haben auch in 5 Tagen einen Kampf. Die Frage ist, können wir noch irgendwas uns holen? So, jo, nee, wir müssen erst hochleveln. Okay, wir haben noch ein bisschen Geld. Wir können ja jetzt hier pennen, jederzeit essen. Das ist sehr nice. Sprich, wir müssen nicht mehr in unser Haus. Ah, wir können auch Spielautomat gehen. Okay, und es passiert nichts. Na gut. Pennen wir mal. Hä, warum ist das jetzt oben? Egal, ich frage aber nicht. Wir haben noch 4-mal was zu essen. Das ist sehr gut. Rein theoretisch könnten wir mal anfangen, jetzt wieder zu trainieren. Ausdauer. Ausdauer ist immer gut. Okay, wir sind erschöpft. Wir laden da mal ein bisschen noch auf. Dann essen wir 2-mal und dann schauen wir mal, was wir noch machen. Wahrscheinlich arbeiten. Okay, das war's schon. Nice. Wir sind ja gleich hier. Wir haben einen neuen Witz. Den hören wir uns natürlich an. Du hast die Nacht mit einem Polizisten verbracht und jetzt ignoriert er deine Anrufe? Entspann dich, das ist nur die neue Regel des Kiss Kiss Bang Bang und ruf mich nicht an. Ja, mittlerweile weiß ich einfach gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wir haben auf jeden Fall aber auch noch das Problem, ich nenne es Problem, andere vielleicht nicht, aber dass wir alle paar Tage immer sowohl Trainer sein müssen hier und dann halt auch noch Polizist, ne? Sprich, so viel Zeit bleibt gar nicht mehr. Okay, jetzt habe ich schon wieder nichts mehr zu essen. Sprich, wir müssen was kaufen. Wenn erstmal die Nacht. Okay, unser Spaß ist ganz oben. Warum? Weil wir trainieren? Seit wann geht beim Trainieren der Spaß so? Okay. Dann gehen wir zu Apu. Nee, wir arbeiten noch mal kurz. Warum geht der außen rum? Wir arbeiten ein bisschen. Das ging schnell. Jetzt fahren wir zu Apu. Wir holen uns Essen. Stimmt, wie schaut es eigentlich mit Kassetten aus? Nichts mehr. Bin gespannt, wann wir neue Sachen freischalten. Ich könnte es mir gut vorstellen, sobald wir hier den Erstkampf oder so gewinnen. Aber sicher bin ich mir nicht. Ah, Officer, hörst du mich? Over? Du rufst zu den seltsamsten Zeiten an, Wachtmeister. 8.30 Uhr ist voll okay. Was? Warum weißt du immer genau, wann ich auf der Toilette bin? Das wusste ich nicht und es geht mich auch nichts an. Beeil dich bitte, ich mache gerade eine Pause zwischen 2 Runden. Reiß dich zusammen, dein erster Tag im Polizeidienst hat bereits begonnen. Komm so schnell wie möglich zur Polizeiwache. Laut und deutlich, Sarge.
Das lasse ich. Hätte es nicht warten können? Auf and out. Ich dachte, er hätte es eilig. Okay, wir müssen... Polizeiwache. Wir müssen Polizeiwache. Na gut. Müssen wir dann da rein? Ich gehe mal davon aus. Ich habe auf dich gewartet. Ach du Schande. Lass uns noch einmal alles durchgehen. Das ist der Fortschritt in deiner Schicht. Je mehr Fortschritt, umso größer die Belohnung. Um voranzukommen, geh auf Streif und erledige den Papierkram. Du kannst deine Schicht beenden, wenn du Minimum an Arbeit geleistet hast. Aber dann ist auch deine Belohnung minimal. Und das ist dein globaler Fortschritt bei der Polizei. Jedes Mal, wenn du deine Pflicht erfüllst, erhöht sich dein globaler Fortschritt. Dieser hängt aber auch von deinem Ruf ab. Je höher er ist, desto besser läuft deine Karriere. Wenn du deine Arbeit nicht erledigst, lässt sich das schlecht aussehen und du verlierst Punkte bei deinem globalen Fortschritt. Noch Fragen? Nein, bitte nicht. Klingt alles logisch. Also gut, dran an die Arbeit. Passt, finde ich sehr gut. Papierkram. Machen wir Papierkram. Ach du Katastrophe. Kann man hier auf Streife gehen? Oh Gott, da kann man nicht. Ging denn das nochmal? Damit, ne? Ah. Wir verlieren super schnell Essen. Und dann müssen wir uns hier immer was kaufen, oder was? Oder muss ich immer heimfahren? Es ist super stressig, dass wir so viel Essen verlieren. Wir haben noch eine Stunde 40. Wir kriegen das ja niemals voll. Wir müssen noch zweimal das durchbekommen. Au. Wir sind rot. Das war ja gar nichts. Der Dienst ist vorbei. Glückwunsch, das ist deine erste Dienstschicht hinter dir. Du hast die Mindesterforderung für heute nicht erreicht, aber dass es dein erstes Mal ist, lasse ich es nochmal durchgehen. Danke. Du kannst jetzt deine Dienstwohnung einziehen. In deine Dienstwohnung einziehen? Meine Wohnung? Das ist eine Standardwohnung, die jeder Polizeibeamte bekommt. Deine ist im nächstgelegenen Wolkenkratzer. Oh, wann bekomme ich die Schlüssel? Benutze einfach deinen Kopf. Du meinst, ich muss alles selbst herausfinden? Dein GPP-Chip ist der Schlüssel. Oh, richtig, danke. Aber wenn du deine Pflicht mehr als zweimal vernachlässigst, ist die Wohnung futsch. Die Polizei duldet keine Trittbrettfahrer. Ich werde mein Bestes tun, Wachtmeister. Weiteres brauchen wir den nicht. So schaut's aus. In 2 Tagen, 12 Uhr beginnt's. Wir haben aber auf Geld bekommen. Okay. Apartment. Holy shit. Okay, die ist aber krass. Die ist crazy drauf. Guten Tag, Beamter. Einfach gar nichts, okay. Wenn du weiter so isst, bekommst du noch eine Magenentzündung. Guten Tag, Beamter. Chill-Ecke. Ach, wir haben gar keinen Fernseher. Was denn das? Mit was ist das Ding hier verbunden? Oh, das ist ein Hologramm. Wehe. Ja. Okay. Es öffnet sich tatsächlich ein Hologramm. Okay. Boah, das ist schon, also muss ich schon sagen, deutlich schwieriger, deutlich komplizierter als der erste Teil.
Gehen wir mal aufs Laufband. Wir haben einen neuen Witz. Wir kriegen es nicht voll. Ich will die 19 noch. Wir essen zweimal. Oh Gott, wir haben in 20 Minuten den Kampf. Das bringt gar nichts, wir müssen schlafen. Okay. Komm schon. Das muss noch klappen. Ja. Ja. Trickst. Kurz schlafen. Und wir sind eh voll. Nice. Und wir kämpfen. Erste Kampf in der großen Arena. Oh mein Goodness. Okay. Hat die gleichen Sachen wie wir ein bisschen. Er hat nur 1000 Winde. Er verliert also deutlich weniger Ausdauer. Jo. Ja, wir probieren es mal. Hier sind auf jeden Fall deutlich mehr Leute. Mit einer Lichtdrohne. Okay, wir haben ihm gute Combo reingehauen, aber er hat nicht einmal zugehauen. Warum nicht? 1000 Winde, 1000, ne, 1000 Winde. Okay. Ja, probieren wir es weiter. Ah, wir weichen schon wieder nicht mehr aus. Das mag ich natürlich immer am meisten. Okay. Ich weiß, warum wir nicht angreifen, beziehungsweise er nicht angreift. Und zwar deswegen. Der Kampf, glaube ich, geht in die Hose. Wenn ich mir das so anschaue. Jo. Krass. Nein, der hätte essen müssen. Der Hit hätte sitzen müssen. Einfach verloren den ersten Kampf. Oh Gott, das ist so viel schwieriger. Das war ja gar nichts. War ja einfach gar nichts jetzt. Okay. Das heißt, die Anfangsphase wird für mich wieder nicht so nice. Weil ich mich erst reinfuchsen muss. Und mich das ziemlich aufregt. Okay. Mehr als 15 würde ich jetzt eigentlich ungern wollen. Aber wir bekommen ja so oder so immer dazu. Ey, ich bin's nochmal. Du hast deine erste Liga-Herausforderung erhalten, Kumpel. Jetzt fühlst du dich respektiert, oder? Okay. Sein GPP ist höher als deiner, wenn du also zustimmst, musst du ihn für den Kampf bezahlen. Du kannst die Herausforderung annehmen, wenn du genug Geld hast oder jemand anderes herausfordern. Er denkt doch, dass es eine respektive Möglichkeit gibt, deine Herausforderung abzulehnen. Wenn du in einem anderen Kampf beschäftigt bist. Alter, wir müssen 150 Dollar zahlen für Kämpfe. Bitte was?
Wann sollen wir denn trainieren? Wir müssen ja dann übertriebenes krass arbeiten und alles. Okay, das ist wild. Das ist sehr, sehr wild. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, wie ich das finden soll. Okay, ich glaube, ab jetzt geht das Spiel erst wirklich richtig los. Oh Gott. Hallo Coach. Bin ich ein Coach oder ein Trainer? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Und ich bin zu alt und tot, um mir die Mühe zu machen, es herauszufinden. Also was jetzt? Ich schätze, ich sollte einfach bei kleiner bleiben. Ich meine, das mit der Ausbildung. Oh, richtig. Deine ersten Schüler warten schon in der Turnhalle auf dich. Es ist also Zeit, mit dem Training zu beginnen. Oder zu coachen. Oder was auch immer. Das Training beginnt. Er ist genauso. Lass uns erst die guten alten Ausrüstungen ausprobieren. Warum verlieren wir was beim Training? Gut, es liegt Schweiß in der Luft. Kannst du ihn überhaupt riechen? Nein, nicht wirklich, aber ein echter Trainer riecht den Schweiß nicht mit seiner Nase. Er spürt ihn mit seinem Herzen. Okay, lass uns weitermachen. Komm hier rüber. Noch ein bisschen näher. Okay, noch 3 Schritte nach vorne. Dreh dich nach links. Noch 3 Schritte. Endlich, lass uns bei Grundschritte üben. Ein Schlag gegen den Kopf, einfach uneffektiv. Wie? Niemals! Aber vergiss nicht, dich auf dein eigenes Training zu konzentrieren. Um andere zu lernen, musst du selbst ein Meister sein. Fortschritte zu machen, musst du deine Kampffähigkeit verbessern und viel trainieren. Das Training ist abgeschlossen, wenn die Mindestleistung gefüllt ist. Aber harte Arbeit allein reicht nicht aus. Du musst auch mit den Schülern reden und deinen Ruf pflegen. Das ist dein Ruf bei den Schülern. Du erhöhst ihn, indem du mit ihnen sprichst. Krass. Und das ist dein globaler Trainingsfortschritt. Er hängt aber auch mit deinem Ruf bei den Schülern zusammen, also lass das nicht schleifen. Fang jetzt an zu trainieren, du hast bis 20 Uhr Zeit, dein Bestes zu geben. Viel Glück. Und 20%. Achso, was heißt denn 2? Was heißt denn 3? Das bringt alles gar nichts. Wir haben nur noch 2 Stunden. Wir müssen was essen und dann ist die Zeit schon wieder vorbei. Wir haben nicht mal mehr was zu essen. Trainer, wir sind bereit. Ja, Bro, tut mir voll leid, ja, aber ich muss mal kurz Essen kaufen gehen. Hä? Okay, das ist ja komplett weggeschissen gerade. Man muss sich überlegen, was ich jetzt kaufe. Zwischendurch. Vorgebrauch aufwärmen, ja, das bringt mir nichts. Aber müssen wir voll oft mit Sandwichen arbeiten. Die hauen wir uns auch rein. Okay, das mit dem Geld wird ja so hart eng. Allein wenn wir auch Bus fahren müssen durchgehend. Rainer, wir sind bereit. Yo, ja, schaffen wir nicht mal das Mindeste. Es war nicht mal möglich, das Mindeste zu schaffen. Naja, weiß ich nicht. Mag ich nicht. Das ist also deine erste Trainingseinheit hinter dir. Kaum Geld bekommen. Nicht die besten Ergebnisse, aber das ist okay für dein erstes Mal. Dein Trainingsbeitrag wurde bereits auf dein Konto übertragen. 2 Tagen hast du wieder ein Training.
sage dir Bescheid, wann es soweit ist. Danke, Mick. Nein, danke dir. Ein paar Kindern zu helfen mag nur ein kleiner Schritt aussehen, aber glaub mir. Manchmal ist ein kleiner Schritt ein ganz schön großer Schritt. Also, ja, I guess, aber auch wiederum nein. So, normal arbeiten gehen jetzt nicht mehr möglich. Wir werden jetzt nur noch Trainer sein, nur noch Polizist. Und zwischendurch haben wir noch einen Kampf. Und wenn wir da noch ein bisschen Zeit haben, dann trainieren wir für uns selbst. Okay. Gehen zur Arbeit und dann gehen wir in die Arbeit. Bringt ja nichts. Wir gehen. Ah, das bringt uns halt auch noch nichts. Puh. Warte mal, wir fahren in unser Ab. Nee. Ah ja, doch, wir können doch hier hin. Wir können doch hier hin. Wir können auch selber trainieren, oder nicht? Also die haben doch hier auch einen Fitnessbereich. Ja. Ballmaschine. Holoprojektor. Streifsimulator. Besten Simulator. Bei Techniken verfügbar. Immerhin etwas. Donut-Hantel, Alter, wie cool. Ja, in einer Stunde halt. Gut, was bringt's uns? Warum haben wir unsere Klamotten ausgezogen? Polizeidienst ist verfügbar. Neuer Witz. Wir wollten eine CD von Punch Club 2 an Johnny Check schicken, aber er hatte bereits eine raubkopierte Version. Okay. Ach, sozialisieren geht auch hier. Aber sozialisieren bringt uns halt in unserem Job nichts. Also ich habe eine ernsthafte Frage, wie soll das gehen? Und warum sitzt da Keanu Reeves? Also ich frage jetzt einfach mal nicht. Also, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe und ich bin nicht mal voll jetzt. Boah, weiß ich nicht, Leute. Also. Ja, das war's, wir haben es wieder nicht geschafft. Hey, hörst du mich? Jo. Ich habe eine Verwarnung für dich. Du musst härter arbeiten. Achte auf deinen Fortschrittsbalken im Polizeidienst. Zeig dann, wann deine Schlicht zu Ende ist. Bis dahin musst du wenigstens deine Mindestaufgaben erfüllen. Die Straßen brauchen Streifpolizisten. Die Papiere brauchen, nun ja, jemand, der den Papierkram erledigt. Die Gesellschaft braucht tapfere, loyale Leute.
ordentlich ihre Pflicht tun. Bis dann, wir sehen uns hoffentlich bald auf deinem Polizeirevier. Auf dem Polizeirevier. Ist es normal, dass ich in deinem Ohr nichts höre? Also, ich bin ehrlich, ich verstehe es nicht ganz. Ich habe nicht wirklich mal die Chance, ein Mindestziel zu erfüllen. Wie soll ich dann überhaupt die voll bekommen? Ich gebe extrem viel Geld aus, weil ich super viel Essen verliere. Also, ich muss gerade ehrlich sagen, ich bin ziemlich angefressen einfach. Also, nee, ich check's nicht. Der Fortschrittsbalken ist super langsam, man verliert extrem viel Essen. Also. Hoi. Bis dahin hat es mir eigentlich echt Spaß gemacht, aber gerade muss ich sagen, bin ich ein bisschen überfordert. Weil ich halt gerade den Sinn nicht ganz verstehe. Also gar nicht. Ich verstehe halt nicht, was ich anders machen sollte. Wünschst du es? Stellt mehr Energie wieder her, als deinen Angriff zu überspringen. Das wäre big. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen ja hier gar keine Schläge rein. Also keine neuen. Die machen ja alle jetzt gar keinen Sinn. Also ich hole mir halt mal das. Dann, wo mache ich das nochmal hier? Ja, da brauchen wir wieder den. Falscher Move. Wir sind schon daheim, ne? 13 Stunden. Was soll man in 13 Stunden machen? Jetzt könnten wir arbeiten gehen. Aber das bringt ja auch gar nichts. Das ist ja auch einfach nur ein Witz. Wir bekommen und dir beweisen, dass du falsch liegst. Ich kann jetzt bei Bobo arbeiten, aber... So, jetzt gehen wir in unser Apartment, Stunde 30. Schlafen nochmal. So, und jetzt kämpfen wir wieder. Wir haben in 11 Stunden schon wieder Training.